sind die Gruppe Obergeil. Wir kommen aus dem schönen Geiltal. Und das dürft ihr jetzt bitte kant erzählen. Ich werde den Joe Kohlhofer einen kleinen Witz schon vorwegnehmen. Wie ihr wisst, ist ja bekanntlich das Geiltal, das einzige Tal ganz Österreich, das nicht nach dem Fluss, sondern nach uns Männer benannt worden ist. So, deswegen, wir kommen aus dem schönen Oberen Geiltal, Obergeil, der Name deswegen eben aus dem Oberen Geiltal. Ja, unser zweiter Titel, machen wir gleich weiter, die Marie aus der Legebatterie. Lasst euch überraschen, viel Spaß, auf geht's! Das tut mir gar nicht leid. Ja, da hab ich was ganz was Schlimmes dran. Das war gar nicht besonders schwer. Bei diesem lauten Hirnachschlag. Ich bin da ganz frech eingebrochen, drin haben sich unsere Blicke getroffen. Meine und der von Marie, das Gefühl, das spürte ich noch nicht. Sie konnte sich dort kaum bewegen. Sie war verdammt zum Eierlegen. Schnell fliegt zu mir. Wir laufen mal jetzt schnell heim zu mir. Doch nahm das Schicksal seinen Lauf. Für sie tat sich der Himmel auf. Ein Wunder war für sie geschehen und konnte sie die Sonne sehen. Marie, Marie aus der Legebatterie. Seit sie bei mir ist, ist sie so glücklich wie noch nie. Marie, Marie aus der Legebatterie. Ich bin so unbeschreiblich verliebt in sie. Am Anfang war sie ziemlich schräg, aber wollte sie doch umerkennen. Die Augen strahlen voller Glanz, wir machen täglich einen Tanz. Dann nahm das Schicksal seinen Lauf, für sie tat sich der Himmel auf. Ein Wunder war für sie geschehen und konnte sie die Sonne sehen. Aus der Legebatterie, seit sie bei mir ist, ist sie so glücklich wie noch nie. Marie, Marie aus der Legebatterie, ich bin so unbeschreiblich verliebt in sie. Zuerst war ihr alles zu viel, dann wollte sie, dass sie mit ihr spielt. Ich bin so sehr verliebt in sie. Marie, Marie aus der Legebatterie, seit sie bei mir ist, ist sie so glücklich wie noch nie. Aus der Legebatterie, ich bin so unbeschreiblich verliebt in sie. Es wurde hell um sie herum, sie gackerte, war nicht mehr stumm. Ich bin so sehr verliebt in Marie. Danke sehr, hat's euch gefallen? Ja, da ist ja schon eine wahnsinnige Stimmung. Zicke, zacke, zicke, zacke! Zu ihr rüber, spricht sie ganz frech an, denn er hat eine Uniform an. Er sagt, es ist ihr wirklich heiß und das liegt nur an ihr. Von der Decke tropft der Schweiß und schon tanzt er mit ihr. Dann fährt er mit dem Auto durch sein Revier. Mit dem Blaulicht auf dem Dach auf der Suche nach ihr. Sein Blick hat sie gefesselt und er lässt sie nicht mehr los. Schöne Frau, sag mir, was macht er jetzt bloß? Er geht einfach an und vor, Wassermarsch und volles Rohr. Der Tüter da, die Feuerwehr ist da. Der Tüte da, die Feuerwehr ist da. Der Tüte da, die Feuerwehr ist da. Oh, oh, es wird heiß, heiß, heiß. Der ist Feuerwehrmann. Schmeckt es heiß, heiß, heiß. Ruft die Erste an. Er rückt aus dem Herzen brennen und dann heuen die Sirenen. Er zerfällt ein mit seiner Spritze in die allergrößte Hitze. Wenn das Virus Feuer auslöst, ist der Lachschuss nur rot. Das Mädchen Herz im Brand, das steht voller Glut. Dann fährt er schnell zu ihr und macht es wieder gut. Aus dem Auspuff kommen Herzen, wenn sie bei ihm ist. Auf dieser langen Fahrt ist ungewiss. Er steht sich bewusst Tag und Nacht für sie bereit. Der Tüter da, die Feuerwehr ist da. Der Tüter da, die Feuerwehr.